waren die Finalteilnehmer, die wir eben gesehen haben. Und jetzt kommen wir zu den Wertungen, die exakt in dieser Reihenfolge vergeben werden. Entscheidend für den Rang ist die Majorität der Plätze, die Wertungen für Ungarn. Bitte. Startnummer 13, bitte. Number 13, please. 5, 5, 4. 5 mal die 5. Das ergibt Rang 5 für das Team von Markus Schoni. Nun die Wertung für Russland. Die Anzeige für die Formation mit der Startnummer 20. Formation Number 20, please. Das ist 4 mal die 4 und damit also auch Platz 4. 4, 4, 5, 4. Und jetzt wird es ernst. Aachen ist dran. Die offene Anzeige bitte für die Formation mit der Startnummer 12. Formation Team Number 12, please. 5 mal die 2, 2 mal nur die 3. Das ist ganz klar Platz 2 und die Silbermedaille. Das kommt für viele vielleicht etwas überraschend, doch wenn man sauberes Tanzen belohnen will, dann ist diese Entscheidung 3, nachvollziehbar. 2, 2, 2, 2, 3, 2. Doch wer wird nun Weltmeister? Litauen oder vielleicht doch sogar der deutsche Meister Bremerhaven? Mit der Startnummer 15. Formation, Teamname. Es ist Litauen. 6 mal die 1. Das ist eindeutig und ganz verdient. Der erneute Titelgewinn und das dritte WM-Gold für Litauen. 1, 1, 1. 1, 1, 2, 1. Und jetzt fehlt nur noch Bremerhaven. Und die offene Wertung für die Mannschaft mit der Startnummer 11. 2, 4, 3. Und hier gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Jeweils einmal die 1, die 2 und die Platzziffer 4, aber 4 mal Rang 3. Das ist die Majorität. Damit gewinnt die TSG Bremerhaven also nur Bronze. Die Reaktionen von den deutschen Trainern. Wir sind natürlich mit dem Ziel hergekommen, zu gewinnen. Was die Wertungsrichter dazu bewogen hat, so zu werden, weiß ich nicht. Ich habe meine Mannschaft unten von dem Stuhl gesehen. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie ein großer Fehler passiert ist oder so. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Klar sind wir enttäuscht, das ist ganz klar. Aber man muss damit leben und auf ein Neues. Ja, bei uns eine glückliche Trainerin aus Aachen, Petra Heiduk. Herzlichen Glückwunsch. Bei der Deutschen Meisterschaft noch Platz 3, da waren Sie riesig enttäuscht. Ja. Beschreiben Sie doch jetzt mal Ihre Gemütslage. Ja, es ist ein großer Stein vom Herzen geplumpst. Vor allen Dingen, weil wir doch verhältnismäßig schwach angefangen haben heute. Und die Zwischenrunde war dann viel besser, aber auch noch nicht so ganz optimal. Und die Halle war toll. Und wir haben also dann wirklich mal ein ganz anderes System angewandt an unsere Mannschaft. Wir haben sie einfach irgendwo mal auch ein bisschen hart angefasst und nach dem Motto, wir haben nichts zu verlieren. Und sie haben also wirklich sagenhaft gut getanzt im Finale, muss ich sagen. Sie haben richtig gelebt. Wie sah das aus, das harte Anfassen? Das hat der Herr Erning gemacht. Da bin ich ja da meistens nicht dabei. Und der hat dann wohl ein paar sehr offene Worte gefunden. Und ja, und das, wie gesagt, es hat ja genützt. Aber in Litauen war kein Rankommen? Nein, nach allem, was ich gehört habe, nicht. Eigentlich normalerweise auch nicht. In Usti, haben die Litauer in der Endrunde sehr viele Fehler gehabt. Aber sie sind eben halt von einer professionellen Perfektion, die eine normale Mannschaft gar nicht bringen kann. Die Deutschen müssen halt arbeiten tagsüber, nicht? Und Geld verdienen und dann zum Training fahren. Und die Litauer sind eben halt fast Berufstänzer. Und wie groß war die Genugtuung, vor Bremerhaven platziert zu sein? Ja, schon riesig. Ja, muss ich sagen. Also, warum? Naja, ich meine, wir hatten sehr fest damit gerechnet, deutscher Meister zu werden. Und das sah ja auch alles so aus. Und dann kam also dieses mega überraschende Ergebnis. Und ja, also jeder steht ja zu seinem Konzept. Und unser Konzept ist eben halt ein wenig langsamer. Selbst in diesem Feld langsamer als alle anderen Mannschaften. Aber wir versuchen halt zu tanzen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Wenn man also, sage ich mal, gegen Geschwindigkeiten antritt. Fassen wir zusammen. Der Dritte der Deutschen Meisterschaft Aachen holt hinter den überragenden Litauern Silber. Der deutsche Meister aus Bremerhaven wird von Aachen geschlagen und kommt nur auf Platz 3. Das lässt eine unglaublich spannende Bundesliga-Saison erwarten. Denn es gibt ja auch noch Bremen, die bei den deutschen Titelkämpfen Zweiter hinter Bremerhaven wurden. Und auch die möchten in Zukunft bei Welt- und Europameisterschaften die deutschen Farben vertreten. Und jetzt freuen wir uns mit Litauen, dem alten und neuen Weltmeister,
der Lateinformationen. Glücklichen Zweitplatzierten aus Aachen wollen wir uns von Ihnen, liebe Zuschauer, verabschieden von dieser, wie ich finde, beeindruckenden und spannenden Weltmeisterschaft in Essen. Schön, dass Sie dabei sein konnten und ich darf Sie noch verweisen auf Sport im Westen heute Abend um 21.45 Uhr, darunter auch der Studiogast Frank Busemann. Wir hoffen, dass Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.